Einen Drink zum runden Geburtstag, den wird sich Moses Pelham heute hoffentlich genehmigen, auch wenn er gerade Tag und Nacht an seinem neuen Album arbeitet. Seit mehr als 30 Jahren ist Pelham im Geschäft und hat die deutsche Rap-Szene geprägt wie kein anderer, weiß auch Musikredakteur Simon Vogt. Er rappt ja länger, als die meisten alt sind. Er hat angefangen in den späten 80ern und hat halt einfach unfassbar viele Türen geöffnet. So. Und ich glaube, sehr, sehr viele Leute wurden einfach sehr stark inspiriert durch ihn. Und zwar, da brauchen wir die ganzen Frankfurter Größen, können wir nehmen, von Azad über Haftbefehl, Chelo Abdi, die irgendeiner Form quasi inspiriert wurden, weil Moses schon vorher da war. Einer, der nicht nur von Moses Pelham inspiriert, sondern auch entdeckt wurde, ist der Frankfurter Costa Meronianakis. Mit Anfang 20 schickt der Pelham ein Demo-Tape, so entsteht die Zusammenarbeit. Damals unter seinem Künstlernamen Illmatic. Ich habe im kleinen Kaff eine Rap-Band gehabt, die sich dann aufgelöst hat. Als es dann soweit war, dass dieses 3P-Label entstand, hat er mich angerufen und hat gesagt, pass auf, ich habe jetzt ein Label, ich will jetzt Künstler sein, was hast du da? Und dann habe ich ihm was geschickt und dann ja, habe ich unterschrieben. Moses Pelham hatte schon immer ein Gespür für Talente, hat sie entdeckt und gefördert. Wie in den 90ern unter anderem Sabrina Setlur und Xavier Naidu. Er selbst ist damals Teil vom Rödelheim-Hartreim-Projekt, der Ton aggressiver Straßenjargon. Inspiriert hat Moses Pelham der amerikanische Rap und Hip-Hop. In seinen Anfängen hat er sogar selbst auf Englisch gerappt in seiner ersten Solo-Single Twilight Zone Ende der 80er. Die war auch in den deutschen Charts. Für viele ist Moses Pelham eine lebende Legende, für Frankfurt wohl der beste Botschafter. Und für seine Verdienste um seine Heimatstadt erhält er 2017 sogar die Goethe-Plakette. Ich will mich hier dieses Preises und eurer Liebe würdig erweisen. Dem wahren schönen Guten. From Frankfurt with love. Und Frankfurt ist neben der Musik seine große Liebe, die immer wieder in seinen Songs vorkommt. Rödelheimer Landdecke, Klemannstraße ist, wo der Shit hier begann. Sollte jemand fragen und vergessen, da bin ich Elefant. Um was Nullen drüber sprechen, ist für mich nicht relevant. Der ist noch lange nicht am Ende der ganzen Reise, auch wenn er jetzt 50 wird. Der hat ja noch einiges vor, released ja immer noch kräftig. Und bald soll das nächste Studioalbum kommen. Von der Rente ist Moses Pelham jedenfalls weit entfernt.